Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich nicht nur einen Essence-DIY-Adventskalender, sondern zwei. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die gab es zu kaufen bei zum Beispiel Rossmann und haben jeweils 19,99 Euro gekostet. Und ich möchte die beiden einfach mal miteinander vergleichen und bin sehr gespannt. Einmal habe ich den Made with Love DIY Adventskalender hier und dann habe ich noch den Made with Love Adventskalender hier. Einmal den grünen und einmal den pinken. Ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt der genaue Unterschied ist. Also ich glaube wirklich nur in der Farbe. Ne? Mir ist durchaus bewusst, dass wir schon im Dezember sind und dass der ein oder andere Adventskalender, den ich euch jetzt noch zeige, gar nicht mehr verfügbar sein wird. Trotzdem habe ich mir gedacht, dass es Sinn macht, für mich persönlich die Adventskalender, die hier noch stehen, auch abzudrehen, euch zu zeigen und dann auch so ein bisschen so fürs nächste Jahr ein bisschen vorzubereiten, dass man sich da auch noch einen weiteren umfassenden Blick verschaffen kann, welcher Adventskalender sich dann vielleicht lohnen könnte oder welcher eher weniger. Genau, beide Adventskalender starten schon mal ganz gleich vorne auf mit den jeweiligen Zahlen für die Kläppchen, weil es ist ja auch DIY, man kann sich den dann selber zusammenbauen. Außerdem haben wir in beiden drin die Tütchen und die kannst du ja nächstes Jahr auf jeden Fall safe noch wieder verwenden. Contains 100% Love, süß! Ebenfalls in beiden drin haben wir den Blushleiter von Essence in der Farbe Peachy Dawn in dieser, auf dieser Seite und Coral Sunset auf dieser Seite. Das sind unterschiedliche Farbtöne. Der hier ist jetzt ein bisschen dunkler. Hier ist übrigens die grüne Seite und hier ist die pinke Seite. Deswegen blende ich euch die Preise auch in grün und in pink ein. In beiden Adventskalendern haben wir die Witchside Lidschattenpalette drin, was ich hart geil finde. Ich habe die noch gar nicht da, also finde ich total fantastisch. Riesengroße Fännchen, eine sehr natürliche Palette, cool. Ebenfalls in beiden enthalten haben wir die I Love Extreme Curl and Volume Mascara. Das ist diese hier. Ja, in beiden eine Mascara, auch sehr praktisch. Ebenfalls in beiden enthalten haben wir den This Is Me Lipstick. Finde ich total gut, den müsste ich sogar da haben, in der Farbe 04 Crazy. Das ist so ein Mauve-Ton und die halten so gut. Also eine ganz, 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 ganz tolle, empfehlenswerte Geschichte. Auch Nagelsticker dürfen selbstverständlich in einem Essence-Adventskalender nicht fehlen, wobei wir bei der pinken Variante Nagelsticker drin haben, die meiner Meinung nach etwas besser zur Weihnachtszeit passen und die Flower-Variante nicht so ganz zu Weihnachten passt, aber man kann die Produkte natürlich auch ganzjährig verwenden. Ich habe bei dieser Flower-Variante dieses Jahr im Sommer leider die Entdeckung gemacht, dass sie bei mir einfach nicht halten. Die rollen sich weg, das ist total blöd. Und ja, ich muss mal gucken, ob die Magic Spell Nailstickers besser halten. In beiden haben wir einen Perfect Matte Lipstick drin, beide auch in der Farbe 04, also auch ein tragbarer Nude-Ton tatsächlich. Und ich gucke mal, ob ich einen mal aufmachen kann. Ja, so schaut der aus. Wirklich ein ganz normaler nudefarbener Ton und ich weiß nicht, wie die sind. Also ich mag ja keine matten Lippenprodukte, deswegen habe ich den noch nicht ausprobiert. Wird aber auch wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht sein, denn die Lippenprodukte von Essence sind echt, echt gut. Wo wir auch schon wieder beim nächsten Lippenprodukt sind, und zwar haben wir in beiden einen Shine 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 Wet Look Lip Gloss drin, wobei in der grünen Variante die Farbe 19 Think Pink enthalten ist und in der pinken Variante die 27 Your Lips But Bigger. Ja, ein leichter Unterschied, wobei ich den hier ein bisschen zurückhaltender finde, ein bisschen tragbarer. Dieser Nagellack ist in beiden auch enthalten, in der Farbe 52 Shine On Me, eine schöne Farbe. Es ist so ein Rotton mit so einem leichten Schimmereffekt auch drin, das passt perfekt zu Weihnachten. Auch in beiden enthalten, in der gleichen Farbe, haben wir ein I Love Stage Eyeshadow Base Produkt in der Farbe 01 The Stage Is Mine. Also die Bühne gehört mir. Meiner Meinung nach sehr dunkel, ne? Also für die Farbe 01 finde ich das schon sehr krass. Ich meine, dass ich den aber tatsächlich auch schon da habe. Auch in beiden Adventskalendern ist das Fixing Powder You Better Work. Das finde ich klasse, das hält dir das Make-up richtig gut fest. Ein schönes gepresstes Fixierpuder und das ist in so einem, ja, das sieht weiß aus, ne, ist aber tatsächlich eher so, ja, translucent, ne, hat man hier auch noch so ein Schwämmchen mit dabei, finde ich echt gut, dass es mit bei ist, denn das kann man auch universell super verwenden, schön.
Ja, jetzt kommen wir so langsam zu den Produkten, die nicht ganz so vergleichbar sind. Da haben wir in der rosafarbenen Variante den Eyeliner Pen 2 in 1 in dick und dünn drin. Und in der grünen Variante den Superfine Eyeliner Pen in Waterproof. Beides sind so Filz-Eyeliner, was ich persönlich klasse finde, denn ich verwende nur solche Produkte. In beiden haben wir eine City-Palette drin, wobei wir in der grünen Variante die Konnichiwa Tokyo-Palette drin haben und in der rosafarbenen Variante die Hey LA-Palette. Und die sind doch relativ unterschiedlich, denn die Hey LA ist halt sehr so pinky, flinky, rosa Mädchen, also passend zum rosa Box halt. Und in der grünen Variante etwas dunkler Konnichiwa Tokyo, aber die City-Paletten sind gut pigmentiert und ja, viele sind auch sehr traurig, dass die gar nicht mehr im Sortiment drin sind. Und dann haben wir noch eine Lidschattenpalette in jeder der DIY-Adventskalender drin gehabt. In der grünen Variante die Never Give Up Your Daydream Palette, was meiner Meinung nach eher so Topper-Töne sind oder auch als Highlighter, als Holo-Highlighter zu verwendende Töne. Und in der pinken Version die My Power is Water Palette. Und die ist natürlich deutlich intensiver, farbintensiver. Also hier haben wir eine Pastellpalette, hier haben wir eine echt schöne blaue Palette, die eigentlich auch echt gut damals reviewed worden ist. Und deswegen finde ich das schön, dass das auch mit drin ist. Ja, ich persönlich werde sie wahrscheinlich nicht verwenden, weil mein Element halt nicht Wasser ist, sondern Luft. Und meine Luftpalette habe ich ja auch da. Aber sehr geil, dass die beiden mit drin sind. Krass. Jetzt habe ich noch ein paar Nagelprodukte, die unterschiedlich sind, aber doch irgendwie vergleichbar, ne? Weil Nagelprodukte halt. In der pinken Variante haben wir Essence Crystal Power, das ist die LE vom letzten Jahr, in der Farbe 02 Be Strong und in der grünen Variante Essence French Manicure Beautifying Nail Polish, in der Farbe 02 Friends Are Forever. Auch sehr süß geschrieben, ne? Da ist die pinke Variante etwas intensiver. Auch Nagelpflegeprodukte oder Nagelergänzungsmittel haben wir in beiden drin. Da ist einmal in der pinken Variante das 10 Seconds Nail Oil mit Hanf-Samenöl tatsächlich drin. Und in der grünen Variante Extreme Shine Top Coat. Da finde ich persönlich beide sehr sinnvoll. Wobei ich sagen muss, ein Top Coat kann eigentlich jeder gebrauchen. Auch Glosse haben wir noch in beiden Boxen drin. In der pinken Variante den Smoothie Gloss Lovely Raspberry und in der grünen Variante Plumping Nudes Lip Gloss. Wow, das ist eine krasse Farbe. 09 Larger Than Life. Also ja, das ist so ein Kupferton, der die Zähne extrem gelb werden lässt. Da finde ich den hier definitiv besser. Und noch ein weiteres Lippenprodukt haben wir in beiden Boxen drin. Einmal in der pinken Variante Fruit Kiss Caring Lip Balm, also ein Lippenbalsam einfach. Und in der grünen Variante Semi Shine Nummer 106. Wie heißt das? Late Night, oh lala. Ja, das ist so ein Ton, der ist dann etwas bäriger. Jetzt habe ich als Vergleichsprodukt mal zwei Face-Produkte rausgegriffen. In der pinken Variante Hydrating and Perfecting Primer und in der grünen Variante Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Ja, an und für sich zwei gute Produkte, wobei das hier hatte ich auch schon mal da, finde ich sehr anspritzend. Und den Primer hatte ich auch schon mal da, finde ich für mich persönlich nicht feuchtigkeitsspendend genug. Also im Prinzip wären beides Flop-Produkte in meinen Augen. Ja, jetzt habe ich hier Produkte, die eher so semi-vergleichbar miteinander sind. Einmal in der grünen Variante Nail Polish Corrector Pen, liebe ich, finde ich klasse. Und in der pinken Variante diese Rosewood Sticks, liebe ich ebenfalls. Also beides Produkte, die ich auch wirklich immer in Anwendung habe und super gerne verwende. Und beides Produkte halt für die Nägel. Dann habe ich jetzt auf der pinken Variante den, so einen Pinsel halt, ne, den Smudging Brush. Und in der grünen Variante, oder von der grünen Variante, habe ich hier so Lidschattenapplikatoren. Die eignen sich aber super für Pigmente. Und da hatte ich jetzt öfters mal Probleme gehabt, dass ich mit meinen Fingern einfach nicht so gut in Pigmente reinkam und sie nicht so schön im Augeninnenwinkel auftragen konnte. Deswegen werden die auf jeden Fall bei mir bleiben. Beides würde ich jetzt persönlich als Füllprodukt bezeichnen, deswegen nehme ich jetzt die beiden einfach mal zur Hand. Bei der pinken Variante haben wir eine Tasche, bei der grünen Variante so künstliche Wimpern, Fancy Lashes, die einfach super creepy sind. Die hatte ich damals Karneval öfters mal, aber die sind so schwer und so plastikmäßig. Hier hast du zwar einen Kleber mit dabei, das ist schon mal nice, aber der taugt auch nichts. Also und so eine Tasche. Yay, ne? Nehme ich halt gerne, wenn ich Verlosungen mache, dass ich da Produkte reinpacke, dass sie nicht so durch die Box fliegen. Aber ja, freut man sich über eins der beiden Produkte? Ich weiß nicht.
Dann nehme ich mal die beiden Produkte, weil beide sehr praktische Produkte sind, die eigentlich jeder so in Anwendung hat, der sich ein bisschen was mit Beauty-Beschäftigungsgedönsen macht. Was für ein Satz, hat keinen Sinn ergeben, ne? Jeder, der irgendwie mit Beauty was zu tun hat und sich schminkt und sich die Nägel macht, verwendet diese beiden Produkte als Produktart an sich. So. In der pinken Variante haben wir den Super Beauty Sponge, der super süß aussieht. Oh mein Gott, ist der süß. Und in der grünen Variante den Jelly Nail Polish Remover mit einem, Ananasduft. Genau, jo. Ne? Beide so Produkte an und für sich, die man so verwendet und die eigentlich ganz gut sind. So, das vorletzte Produkt aus der jeweiligen Box. Da habe ich einmal bei der pinken Box den Blush Brush und bei der grünen Box die All About Matte Oil Control Paper. Und eigentlich beides auch Produkte, die durchaus brauchbar sind und worüber man sich an und für sich ja auch freut, wenn man sie in den Boxen drin hat, finde ich. Ne? Kann man gebrauchen. Und das letzte Produkt, aber nicht das Highlight-Produkt aus der jeweiligen Box, sind diese beiden Sachen. Da haben wir in der grünen Box einen Lip Liner, Soft Contouring Lip Liner, in der Farbe 15 Something Different drin und in der pinken Box den Short Blender Brush. Auch das zwei Produkte, die durchaus sinnvoll sind, vor allem weil dieser Lip Liner auch zu den Lippenprodukten passt, die in den Boxen drin waren. Schaut man sich die beiden Haufen so an, kann man auf jeden Fall zuallererst feststellen, dass echt, für 19,99 bekommt man ordentlich was für sein Geld. Ne? Man hat Blush, Puder, drei Lidschattenpaletten tatsächlich pro Box drin. Hammer, eine Mascara, Lippenprodukte, Nagelprodukte, Baseprodukte, alles bunt gemischt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welchen von beiden Adventskalendern ich persönlich für mich cooler gefunden hätte, würde ich mich wahrscheinlich für die pinke Variante entscheiden. Denn da haben wir ein bisschen mehr Klimbim mit dabei, ein bisschen intensivere Geschichten und etwas mehr auf mich persönlich abgestimmt. Aber an und für sich sind die doch sehr, sehr vergleichbar und ähnlich. Und ich denke auch werttechnisch werden wir hier einen relativ ähnlichen Wert rausbekommen. Und jeder, der diesen Adventskalender geschenkt bekommen hat, kann sich auf jeden Fall freuen, denn da sind coole Sachen drin. Definitiv hat Essence sich hier irgendwie überlegt, sinnvolle Produkte mal in diese Adventskalender reinzufüllen. Und ich feiere es einfach, dass wir jeweils drei Lidschattenpaletten drin haben. Finde ich den Inhalt besser als von dem klassischen Essence Adventskalender? Ich glaube schon. Ich glaube, ich finde die beiden besser als den normalen Kläppchen Adventskalender. Ja, traurig, aber wahr, ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche der beiden Varianten ihr so cooler gefunden habt, hättet, wie auch immer. Oder ob ihr vielleicht sogar einen von diesen Adventskalendern geschenkt bekommen habt. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!